Ich meine, es ist nicht schlecht, wenn's proggt, aber es proggt halt an Bossen nicht. Das ist halt das Problem. Ich habe keine Ahnung, ob Liftoba überhaupt bei Curse funktioniert. Nope. So tot. Ich hätte Prayer nutzen sollen. Der Heatwave, aber dachte ich mir, naja, hab's doch gemacht. Ja, aber dafür gehst du auch ein brutales Risiko ein. Nope.
Okay, das lohnt sich nicht, den Part jetzt schon zu machen. Ja, ich dachte eigentlich, ich komme als erster dran, aber scheinbar nicht. Warum? Ja, es ist aktiv, aber... Weil ich dachte, ich kann mit Greya heilen, bevor die mich killen. Es war ein Player, dann Blabla-Zug, Dingens, Meditate und 2000 XP abkassieren. Das war der Plan. Plan ist offensichtlich gescheitert. Einen Magatama und absurd starke Gegner. Also wenn du durchkommst, ist es die XP definitiv wert und die Items, die da unten liegen, aber musst halt erstmal durchkommen. Und die Gegner sind halt Level 60 plus. Da wir ja gerade gesehen haben, dass Liftoma nicht funktioniert, ist es absurd. Ohne zwei Heiler, die MP regenerieren. Also wenn du mein Level bist, kannst du es machen, sobald du Chakra-Schuhe hast, weil dann kannst du dich selber nonstop heilen. Jedem Schritt. Oh cool, die haben mir meine MP geklaut, jetzt kann ich dich mal heilen. Großartig. Falscher Weg.
Okay, das war nutzlos. Gut zu wissen. Okay, hier ist Motion Sickness. Das ist mir jetzt egal. Oh, ich habe unheimlich Spaß. Ja, habe ich mir auch gedacht und dann dachte ich mir, nee, ich bin keine Pussy. Ich mach das, während ich kotze. Jedes Mal, wenn ich denke, ich bin endlich an der Tür angekommen. Jupp. Okay, das hat absolut gar nichts gebracht. Danke allen Beteiligten, die diesen Drecks-Scheiß designt haben und hoffe, sie gehen sterben. Okay, ich hab's richtig gemacht, Hammer.
Okay, wenigstens die Devs tun gefunden. Jetzt bin ich bei diesem Spacko. Okay, jetzt muss ich noch den oberen und den rechten Raum finden. Könnte mir immer noch ein Skill geben. Ich glaube, das hier ist besser.